Was geht ab, Leute? Mein Name ist Riders Chaos oder auch Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Heute startet das Video mal aus der Ego-Perspektive. Ich meine, man muss ja auch mal Abwechslung reinbringen, deswegen machen wir das Ganze heute einfach mal so. Heute wird es sehr spektakulär, denn ich habe einiges vor. Also dann fangen wir mal an. Das Video soll ja nicht Ewigkeiten werden, deswegen ab geht's. Wir starten jetzt erstmal mit einer weiteren Runde mit Riders Chaos oder auch Jonas. Aktuell stehe ich hier nicht am Start der Strecke natürlich, deswegen fahre ich jetzt erstmal vor und dann geht die Runde los. So, starten wir mal mit der Track-Preview. Also eigentlich kennt ihr ja die Strecke vom Best of schon, jedenfalls die das ganze Best of angeguckt haben. Auch so, das ist heute unser letzter Mix-Tag und dementsprechend habt ihr die letzten Mix-Logs bestimmt schon angeguckt und da natürlich auch viel von der Strecke gesehen. Sektion gab es jetzt, denke ich, nicht viel zu sagen. Hier habe ich das Intro gemacht, falls ihr euch erinnert. Normalerweise fahren wir da unten, wo der jetzt lang fährt, lang. Aber ich soll euch ja die ganze Strecke zeigen und das mag ich natürlich auch. Des Weiteren, was ich euch noch nicht gezeigt habe, die zweite MX-Strecke. Eigentlich ist das hier eine eigenständige, aber man könnte sie theoretisch auch verbinden. Das Problem ist nur, hier wird halt nie gewässert oder nur ganz, ganz selten, genauso wenig geschoben. Deswegen fährt hier fast keiner. Und ich natürlich auch nicht. Auch so, der Streckenverlauf, muss ich wirklich sagen, ich kenne ihn nicht auswendig. Schauen wir mal. Ich bin einmal bisher dieses Jahr hier lang gefahren. Hat sich nicht gelohnt. Aber naja, ich zeig's euch trotzdem komplett. Also dann gucken wir mal, was hier noch so auf uns zukommt. Ja, meine Lieblingspassage. Absolut gar nicht, extrem tief. Und mich hat es vorhin eventuell hier schon mal hingeworfen. Kleiner Ausschnitt gibt's jetzt. Perfekt. Oh, nee, Alter. Wer hat sich die Scheiße hier einfallen lassen? Ob hier eigentlich Track irgendwo drin ist? Ich sehe es nicht ganz. Super Idee, Jonas. Mach doch mal die komplette Strecke als Track-Preview. Cool. Ja, und dann geht's hier weiter runter. Also es gibt Leute, die springen hier runter. Aber ich gehöre absolut nicht zu diesen Leuten. Ja, und das war's eigentlich schon mit der zweiten MX-Strecke, nenne ich es jetzt mal. Hier kommt man dann nämlich wieder zurück. Also weiter geht's. Hier ist der Setup. Bei dem Setup habe ich ja auch schon gute Erfahrungen gemacht diese Woche. Genauso bei dem Sprung zuvor. Hier nochmal kurzer Einblick vom letzten Mal. Ja, hier kommt dann eine lange Kurve und auch wieder tief Sand. Ja, hier kann man jetzt innen oder außen fahren. Ich fahre meist innen. Und das war's praktisch auch schon. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall die längste Track-Preview sein, die ich euch bisher gegeben habe. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich im Nachhinein noch was aufnehmen muss, weil ich an dem Tag scheinbar absolut gar nichts zwischendrin erzählt habe. Für mich ist mittlerweile die Reise schon wieder 7 Wochen oder sowas her, also versuche ich jetzt mal zusammenzufassen, was an dem Tag denn noch so passiert ist. Zuallererst, das habe ich euch gar nicht gezeigt, bin ich natürlich wieder Warm-up gefahren und danach kam die Track-Preview, das habt ihr ja gerade eben gesehen. Und im Anschluss daran bin ich dann nochmal 15 Minuten plus 2 Runden gefahren und genau das gibt's jetzt für euch. Yeah.
She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Tickies on my neck shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective. So, ich bin jetzt faktisch schon fertig für heute. Also was heißt schon, ich bin ja trotzdem dreimal gefahren. Aber ich denke mal, das Letzte, was wir heute noch tun werden, ist eine kleine Überraschung. Also seid gespannt, wir haben das Ganze letztes Jahr schon mal gemacht. Also könntet ihr euch jetzt theoretisch spoilern lassen, wenn ihr das Best-of nochmal anguckt. Julius fährt jetzt erstmal noch 20 Minuten. Und dann geht's auch schon los. Was wir dann machen, wie gesagt, ihr werdet es dann herausfinden. Also sehen wir uns dann, wenn es soweit ist. Na? Was denn du hier? Wir wollen jetzt Enduro fahren. Ach du Scheiße. Echt so, oder? Das wird was ganz Spezielles. Am letzten Tag nach komplettem Training, Kraft kommt alle und wir fahren jetzt Enduro. Okay, also kleine Runde sagst du, damit wir uns nicht heute noch komplett abschießen. Der blaue Part ist unser Part. Schön. Hier haben wir eine kleine Aussicht. Ist hübsch. Och nö. Oh. Das ist die Stelle? Ja, das ist die Stelle. Also, das habe ich echt nicht so steil in Erinnerung. Eine kurze Einblendung jetzt mal. Eine kurze Einblendung willst du? Ja. Okay. Zu letzten Jahr. Möchtest du mir vielleicht helfen? Aber es ist oben geblieben. Da sind wir wieder. Und da sind wir wieder. Das ist der Wahnsinn, oder? War super. Du. Also diesmal, falls stehen bleiben, oben nach rechts drehen. Ist es herrlich. Aber es sieht wirklich gut aus, muss man sagen. Okay, weiter geht's. Ich denke, es ist besser, wir fahren blau. Hier, Absprung. Ja, dachte ich mir schon. Ja, Linienwahl ist eher so Medium. Oh ne. Ja. Haben wir sicher gemacht, haben wir sicher gemacht. Hat keiner gesehen, fahren wir weiter. Aus ist. Vielleicht sollte ich jetzt einfach runterrollen mit ausgeschaltetem Motor. Wir lassen es. Nee, wir lassen es. Also an den Part kann ich mich nicht erinnern. Mal sehen, ob irgendjemand weiß, wo wir hier gerade stehen. Schreibt es in die Kommentare. Also wenn ich nächstes Jahr nicht Six Days fahre, dann weiß ich auch nicht.
Und da sind wir schon wieder am Ende der ganzen Sache. Aber war doch schön. Angenehm. Ja, auf jeden Fall. Das war der letzte MX-Tag. Bist du zufrieden mit dem MX-Part jedenfalls des Urlaubs? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Für mich immer zu kurz, aber war sehr, sehr, sehr schön. Das freut mich. Ich fand's auch gut. Auf jeden Fall, aber wirklich ausreichend für mich jedenfalls. Also Energielevel ist so langsam echt am Ende. Das war ein guter Tag. Guter Abschluss, denke ich. Wollen wir jetzt mal rüber vorne an die Hänger und mal schnippen lassen? Kannst du machen. So, meine Freunde, ab zum Kerschern. Wir gehen jetzt Kerschern und dann war es das auch schon wieder mit dem X-Teil für diesen Urlaub. Abonniert mich gern, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann kann ich euch nur noch raten, meine Social Medias abzuchecken. Die sind unten alle in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Julius ist auf jeden Fall auch markiert, also schaut einfach mal rein. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, nächste Woche Sonntag. Also dann, Leute, macht's gut und ciao. Alter!